Das tut Benjamin Buric, weil er vergisst immer Sachen und das kostet. Es ist schwer, da jetzt einen herauszunehmen. Da kommen immer mal ein paar in Frage. Also Benjamin Buric war am Anfang immer mal dabei, aber ich habe auch eine undankbare Aufgabe und da ist auch schon der ein oder andere Euro fällig geworden. Simon Hald-Jensen ist da auf jeden Fall zu nennen. Ich glaube, Termine oder Klamotten muss man immer dreimal sagen. Magnus Röth. Sein Haar muss immer schön aussehen und jetzt hat er ja auch ein paar Probleme mit seiner Nase gehabt, also ein paar Mal gebrochen hier letzte Saison. So, ich glaube, er hat ein bisschen Schwierigkeiten und muss ein bisschen länger vorm Spiel brauchen. Muss ich ein bisschen überlegen, aber das ist wahrscheinlich Simon Jepson, der immer seine aufwendige Frisur perfekt stylen muss und deswegen die ein oder andere Minute vorm Spiel verbringt. Ich glaube, da ist Simon Jepson der größte Kandidat. Wie viel Cremes und Haargel er hat, das fragen wir uns alle noch. Ich glaube, Simon Jepson, wie schon gesagt, der immer sehr Wert auf seine Frisur legt, aber auch Magnus Röth, ja, das wären so die zwei, die mir in den Kopf kommen. Das Schönste, unser Schönling ist Magnus Röth. Ich glaube, alle Frauen lieben ihn. Er muss, glaube ich, gerade hier die Haare mal rüberschlenkern und schon schmelzen alle dahin. Oh, das ist schwer zu sagen. Ich war relativ lang dabei, aber nach mir waren noch einige Skandinavier unterwegs. Wir waren viele eigentlich. Ich glaube, das waren auf jeden Fall alle. Allerdings abgeschlossen hat, glaube ich, Tobias Karlsson. Das ist eine einfache Frage. Das möchte ich nicht sagen. Das hat Benjamin Buric bestimmt wieder. Ja, er wird ständig geblitzt. Benjamin Buric, tut mir leid, Benko, aber du musst noch ein bisschen üben.